Ja, liebes Konzertpublikum, es ist uns eine ganz grosse Freude, heute Abend die Nogler-Kapelle vorzustellen. Eigentlich praktisch unser erstes Konzert, das wir in dieser Besetzung spielen. Und ausgegangen ist eigentlich die Idee von dieser Besetzung von einem alten Bild aus dem Engadin. Die Kapelle Nogler, die 1913 zu Vulpera in einem Hotel spielt. In einer ganz, für unseren Begriff heute, eigenartigen Besetzung mit einer kleinen Klarinette, mit zwei Geigen und einem Kontrabass. Und mich hat es irgendwie interessiert, einmal zu hören, wie die Besetzung eigentlich tönt. Und das haben wir jetzt gemacht mit dem ersten Walzer. Der ist so von weit her gekommen und hat sich am Schluss wieder verzogen. Und niemand weiss so recht, ob der wieder mal vorkommt oder nicht. Eine Melodie, die man vielleicht schon ganz lange nicht mehr gehört hat. Die Tänze von den Noglers, die sind, gehen weit zurück ins 19. Jahrhundert. Der Junior, der Johannes, der ist 1860 geboren. Sein Vater ist 1829 geboren. Beide haben in Ardez gelebt. Und das ist doch eine recht lange Zeit, wo die Melodien aufgeschrieben worden sind. Gerade wenn man sich vorstellt, der Vater hat vielleicht die Melodien sogar noch gehört und hat sie gar nicht selber geschrieben, sondern hat sie mitbekommen von früher und ist doch 1829 geboren. Alte Schweizer Musik erkennt man eigentlich daran, dass alle Teile in der gleichen Tonart sind, wie das jetzt war in dem Walzer. Und ganz speziell bei dem Walzer ist, und das gibt es etwa in jedem alten Stück, dass ein Melodiebogen nicht 8-Takt ist, sondern in dem Fall 6-Takt. Und das macht so, gibt es so etwas wunderbar Unregelmäßiges in die Musik. Ja, wir gehen weiter mit 4 Galopp aus der Sammlung Nogler. Und das Stück heisst darum auch Galopp hoch 4. Und es ist wieder eine besondere Art von einem Galopp am Schluss. Und zwar ein Galopp im 6/8-Takt. Das gibt es ganz selten und das deutet auch darauf hin, dass es eher sehr ein altes Stück ist. Viel Vergnügen! Thank you.
Ja, also das wären die vier Galopp gewesen. Wir machen weiter mit vier Stücken, wo in dem neuen Buch, das erschienen ist, über die Engadiner-Musik von Jatschen Erni, Noten drin sind. Und zwar interessante Stücke, weil sie haben einen weiten Weg gemacht. Es sind 32 Tänze in dem neuen Buch von Rinaldo Franci, wo die 1882 in Siena aufgeschrieben hat. Der Klarinettist Claude Genua hat zuerst in Italien gelebt, ist in Italien aufgewachsen, ist dann aber auf Sent gezogen im Unterengadin und hat dort viel gemacht für die Engadinermusik. Und er hat das Notenbüchli aus Siena mit ins Engadin gebracht. Und die Musik ist in Engadin die italienische Musik, die aber irgendwo auch schon Engadiner Wurzeln hatte, wo Leute schon auf Italien gekommen sind aus dem Engadin und dann mit dem Büchli wieder zurückgekommen sind. Die sind so beliebt worden, die Tänze, dass man am Schluss das Gefühl hatte, das sind eigentlich ganz traditionelle Engadiner Tänze. Und aus diesen 32 Tänzen werden wir jetzt vier spielen. Ein Schottisch, das Siena Assente, Mazurka, La Viola del Pensiero, Amore Polka und ein Walzer, Gare Rimembranze. Lustige Mischung, wie wir finden, zwischen italienischer und Schweizer Musik. Viel Vergnügen. Thank you.
Clarignac Hüng ist aus dem Appenzellerland eine der versiertesten Gigerinnen aus dem Appenzellerland, die von klein auf viel Volksmusik gespielt hat. Und für uns natürlich eine grosse Ehre, dass wir mit dir zusammen dürfen musizieren. Und Clarignac hat uns auch Stücke mitgebracht. Wir machen jetzt also einen Schritt aus dem Engadin und gehen Richtung Alpstein. Wir spielen zuerst einen Schottisch von Jakob Düssel und dann Gehauen oder Gestochen. Ein Stück, also beide Stücke, hat Clarignac arrangiert für uns. Das zweite ist ein Stück von Anton Moser. Er hat gelebt 1853 bis 1921. Er war einer der ganz einflussreichen Leute in der Appenzeller Musik. Er hat selber ganz tolle Musik geschrieben. Ich würde sagen, von der besten Tanzmusik aus dem Appenzellerland ist von Anton Moser. Von ihm also hören wir ein Stück Gehauen oder Gestochen. Viel Vergnügen! Thank you.
zu einer weiteren Uraufführung. Das Stück heisst «Il saut de Grouche», also «Der Tanz aus Grouche». Eine ganz alte, bekannte Engadiner-Melodie. Das Typische davon ist der Wechsel vom einen Teil vom Sechsachteltakt zum anderen Teil in Zweivierteltakt. Und das gibt jedes Mal so wie einen Gang vorwärtsschalten, gibt jedes Mal so einen ganz überraschenden Moment, wenn der Wechsel in Zweivierteltakt kommt. Dann schliessen wir daher gerade noch einen zweiten Schottisch. Übrigens, beide Schottisch sind aus der Hani Christensammlung. Und anschliessend probieren wir noch etwas, wo die Engadiner ja auch so wunderbar können. Sie singen so wunderschöne Chormusik, oft auch eben Choral, wo schön gesetzt sind. Und ich habe versucht, eine Melodie mit dem Titel «Alla Marusa sun riva», «Ich bin bei der Liebsten angekommen», heisst die Melodie. Und ich habe versucht, die Melodie auch so in einem schönen Choral zu setzen. Viel Vergnügen dabei. Thank you.
Ja, das nächste Stück bringt vielleicht die Verbindung zwischen der klassischen Musik und der Volksmusik noch etwas deutlicher zum Ausdruck. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Hanni-Christensammlung, eine Sammlung mit etwa 10'000 Melodien. Dort drin hat es ein grosses Repertoire aus dem Bündnerland, und zwar genau von dem Claire Chenoy, den ich vorhin schon erwähnt habe. Und ich habe sein Repertoire ziemlich oft durchgespielt und Stück gesucht. Und eine Melodie, Mazurka, hat es mir immer irgendwie wieder angetan. Und die hat mir wunderbar gefallen. Und ich habe so ein bisschen angefangen auszuprobieren, was mit dieser Melodie so alles möglich ist. Ich habe sie zum Beispiel auf Moll gedreht, von Dur auf Moll gedreht. Und das hören wir jetzt im nächsten Stück. Aber die Originalmelodie von Claude Chenoy, die kommt also tatsächlich vor, die ist ganz vollkommen im Stück drin. Aber es passiert auch viel anderes. Das Stück heisst Mazzagallia Passacura. Ist logisch, eine Mischung zwischen Mazurka und Passacaglia. Vielleicht wissen einige von Ihnen, was ein Passacaglia ist. Eine Bassmelodie, die wir auch bei dem kommenden Stück jetzt am Anfang hören, die wiederholt sich immer wieder und darüber baut sich nach ein Stück auf. Zuerst also mit der Melodie von Claude Chenoy in Moll verdreht, dann kommen weitere Teile vor drinnen, unter anderem auch noch ein Import aus Finnland, ist auch noch drin zu finden, und zwar Melodie von der wunderbaren Band Frick aus Finnland, die mit 3 Geigen fiddelt. Und, also da ist auch etwas drin von ihnen. Und anschliessend an das Stück Mazzagallia Passacura gehen wir nochmal zurück in die Heimat von der Clarinia. Ein Stück, das heisst Ahemale. Ein Ruckusseli und ein Walzer von Josef Peterer. Im Appenzellischen sagen sie dem auch den Gersef. Auch ein grosser Appenzeller Musikant, der ganz viele Melodien hinterlassen hat. Viel Vergnügen! Thank you.
das gerade am Schluss entgegen. Wir kommen nochmal zu dem schönen Chorgesang von den Bündner, und zwar eigentlich zu einem zeitgenössischen Stück von John Balzer Casanova, La Sera Sper in Lag. Ein Chorlied, das in der letzten Zeit ganz viele Schweizer Chöre gesungen haben, ein wunderbar gesetzter Choral. Vielleicht sind wir die Ersten, die das Instrumental spielen, ich weiss es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir auch noch die Frechheit herausgenommen, noch einen zweiten Teil zu dem schönen Choral zu spielen. Den hören Sie dann in der Mitte, bevor wir wieder zurück in den Choral gehen. Und ich habe noch etwas gestohlen, muss ich sagen, muss ich gestehen an dem Ort. Wir haben im Tonhallenorchester gerade Mendelssohn-Symphonie eingespielt. Und die vierte, die italienische, hat so einen wunderbaren langsamen Satz, der so choralmäßig ist. Und der Mendelssohn erfindet dort eigentlich den Walking Bass und so eine bewegte Achtellinie unter dem schönen Choral. Und das hat mich sehr inspiriert und ich habe gedacht, ja, das probiere ich jetzt auch mal. Und das hören wir jetzt im nächsten Stück. Und am Schluss gehen wir ins Oberengadin, auch mit einem zeitgenössischen Stück, und zwar vom Uli Moser. Ein Stück, das er für die Engadiner Ländlerfreunde geschrieben hat. Alle, die im Oberengadin schon ein paar Tage verbracht haben, kennen das Phänomen, den Maloja-Wind. Viel Vergnügen!
Musik.